Hallo, grüßt euch. Ich begrüße euch zur heutigen Apfelführung im Tourismusverein Rifian. Ich bin der Martin, Obstbauer aus Rifian, einer von 7000 Obstbauern in Südtirol. So, hier sehen wir jetzt die Sorte Elstar. Das ist ein sehr süß-säuerlicher, aromatischer Apfel. Also man spürt schon, wenn sie reinbeißen, wie saftig und knackig die Äpfel sind. Und das zeichnet eigentlich Südtirol aus. Unser Klima ist sehr optimal für diese Äpfel, weil wir ca. 2000 Sonnenstunden haben im Jahr und ca. 300 Sonnentage. Dazu kommen die kühlen Lüfte, die kühlen Winde vom Norden und die warmen Luftmassen, die vom Mittelmeer praktisch über das Ätschtal vom Raum Meran Richtung Südtirol praktisch reinkommen. So, hier haben wir jetzt die Sorte Golden Delicious. Das ist die Hauptsorte in Südtirol. 35% von den Südtiroler Äpfeln sind Golden Delicious. Und ein Golden Delicious kann man auch sehr gut verkochen, sei es zu Gebäck oder zu Apfelmus oder Apfelkompott. Ist ein sehr geeigneter Apfel, da er nicht so sehr hart ist. Jetzt komm! Man sieht auch, wenn sie dunkel sind, die Kerne, dann ist er schon reif. Südtirol produziert ca. 1 Million Tonnen Äpfel. Also jeder 10. Apfel, der in Europa verzehrt wird, kommt aus Südtirol. Und Südtirol, nur um das ein bisschen klarzustellen, hat ungefähr 500.000 Einwohner. Diese Äpfel verkaufen wir mittlerweile über die Genossenschaften in die ganze Welt. Einmal ganz berühmt und bekannt ist der Südtiroler Apfelsaft, der mittlerweile fast in jedem Apfelhof produziert wird. Teilweise gibt es auch schon einen Apfelsherry. Ein wichtiges Produkt ist auch der Südtiroler Apfelstrudel. Aber 90-95% unserer Äpfel werden als Tafelobst praktisch in die ganze Welt verkauft. So, gerne möchte ich euch noch zu einem Glas frisch gepressten Apfelsaft einladen. Ihr könnt auch gerne einen Apfel probieren und auch gerne einen Apfel mitnehmen als Wanderproviant. So, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.